Eine kleine, sehr kleine Insel lag mitten im weiten, endlosen Ozean. Sie hieß Lummerland. Die Lokomotive der königlichen Lummerlandbahn hieß Emma. Und Lukas war der königliche Lokomotivführer. Im königlichen Schloss wohnte seine Majestät, König Alfons der Viertel vor Zwölfte. Stundenlang konnte er mit seinen Untertanen telefonieren. Was? 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 Hier spricht Frau Was. Wer spricht dort? Ach so, ja. Hier spricht der Dings, der König Alfons. So? Ach ja. Eines Tages bringt der Postbote ein merkwürdiges Paket. Da seid ihr, meine lieben Untertanen. Haben Sie mir das neue Fernsprechbuch von Nordgrönland mitgebracht, Herr Postpräsident? Nein, Herr König. Das hier ist ein Paket mit Lakritzbonbons. Nein, es ist ein Paket für Frau Malzahn. Wo ist die Dame? Soll hier wohnen. Aha. Die erste Verfilmung der Geschichte stammt aus dem Jahre 1961. Der Onkel Lukas. Und der meint es ja nur gut mit dir. Liebe Untertanen, ich bin der Meinung, die Frau Was soll diesen jenen neuen Untertanen aufnehmen und Mutterstelle vertreten. Lummerland bietet zu wenig Platz für den neuen Bewohner. Doch Lukas will weder ohne Jim noch ohne seine Lok Emma sein. Wiedersehen, Lummerland. Wir kommen wieder. Schön wär's. Aber jetzt fahren wir erst mal los. Eines Nachts machen sie sich heimlich auf, um die Insel zu verlassen. Viele Abenteuer erleben sie auf ihrer Reise. Auf dem Weg zur Drachenstadt treffen sie Nepomuk, den Halbdrachen. Die reinrassigen Drachen lassen mich überhaupt nicht in die Drachenstadt. Sie behaupten, ich wäre nur ein Halbdrache, weil meine Mutter ein Nilpferd war. Auch in der großen Wüste warten auf Jim und Lukas Begegnungen der ganz besonderen Art. Liebe Freunde, ich komme jetzt. Wenn das nur gut geht. Schau mal, der Riese wird ja immer kleiner, je näher er zu uns kommt. Mhm. Guten Tag. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Ich bin nämlich gar nicht so groß. Ich bin nur ein Scheinriese. Kinder müssen lernen. Eine ganz böse Lehrerin. Die Drachendame, Frau Malzahn. Auch du kriegst 100 Hiebe. Und zwar gleich auf der Stelle. Einen Augenblick, Frau Malzahn. Sie dürfen die Sie nichts tun. Und auch den anderen Kindern nicht. Ist das klar? Lukas und Jim befreien die Prinzessin Li Si und kehren zurück nach Lummerland. Dort gibt es in der Zwischenzeit eine zweite Insel und reichlich Platz für alle.